Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ja, ich habe es endlich geschafft. Ich habe die Niemand ist stärker als ich Seele gefunden, die Vegeta gesucht hat. Genau richtig, gute Arbeit. Ich habe wichtige Neuigkeiten für dich, also hör gut zu. Die Capsule Corporation, wo ich lebe, produziert blöden Schrott. Aber es gibt Dinge, die ich für mein Training verwenden kann. Das solltest du bereits wissen. Benutze alles, was du hast, um stärker zu werden. Objekte und so. Ich gebe dir das hier. Es wird dir im Kampf helfen. Du hast Folgendes erhalten. Ich bin Super Elite. Was kann das? Was kann das? Das interessiert mich jetzt. Ach so, genau. Zellzelle von Vegeta ausrüsten verbessert Vegetas Fähigkeiten. Okay. Dann können wir den nächsten Kampf mit ihm machen. Heute bist du mein Trainingspartner. Das ist richtig. Du trainierst mit mir. Saiyajin können in extremen Situationen stärker werden. Hm, du bist ganz schön auf Draht. Wir kämpfen mit wenig Gesundheit, sodass nicht mehr viel fehlt, um zu verlieren. Wenn du dieses Training überlebst, gebe ich dir eine neue Fähigkeit. Willst du die Gefahr genießen? Also, bist du bereit? Jawohl. Draufgänger. Reduziere Vegetas Gesundheit auf ein bestimmtes Maß. Na dann. Komm her, mein Kleiner. Goddammit. So, schön aufladen. So. Und los geht's. Höllenspirale. Shit. Nochmal. Komm schon. Goddammit, Vegeta. Haltet mal still. Na also. So, wieder schön aufladen. Und ich will gar nicht so sein, ich beende das mit seinem Gallic-Strahl. K.O. Oh, ich sehe das Bild unten schon. Na dann. Ja, natürlich. Nicht nötig, Vegeta. Es ist doch alles nicht nötig. Sei halt nicht so. So, und... Finisher. Jawohl. Hä? Nach dem Finisher hat er nochmal angegriffen. Nice. Glanzschuss. Du bist stärker geworden. Das Training war besser als ich dachte. Jetzt bin ich sogar noch stärker. Das Training war sicher auch für dich eine gute Erfahrung. Der Glanzschuss ist ein schneller Reichweitenangriff. Das heißt, du kannst Feinde erledigen, die weiter weg sind. Du kannst damit Feinde stoppen oder sie unterdrücken. Finde seinen Nutzen im Kampf selbst heraus. Verstanden? Okay, würde ich sagen, wir passen das gleich mal an und ersetzen den Finisher, na, den Gallic-Strahl. Durch den Glanzschuss. Feuere eine KI-Explosion ab, während du zur Seite springst. Okay. Na, mal ausprobieren, das Ding. So, und ich war vorhin schon mal im Industriegebiet unterwegs, weil ich neue Kapseln gekauft habe, so Heilkapseln. Und da habe ich doch tatsächlich gesehen, dass Son Goten eine Mission für uns hat. Das heißt, auch auf die Gefahr, dass man mal wieder schön auf die Schnauze bekommt, weil es vielleicht noch zu stark ist. Wir versuchen uns auf jeden Fall dran. Kann nicht schaden. Da steht er auch schon. Son Goten. Bist du ein Saiyajin? Dann musst du stark sein. Mein Name ist Son Goten. Da versammeln sich viele Super Saiyajin, um zu trainieren. Ich warte auf den letzten Gast, der sich dem Kampf anschließt. Ich habe jemanden gesucht, der gegen Super Saiyajin kämpfen kann. Kommst du mit? Es wird ein toller Kampf. Natürlich. Besiege Son Gohan und Son Goku. Holy shit. Die ganze Mannschaft ist versammelt. Super Saiyajin Ausverkauf. Wie geil ist das denn? Okay, let's try this. Jetzt kommen die beiden kleinen Scheiße. Lloyd. Holy shit. Oh, ich hasse es, wenn man immer gegen zwei auf einmal antreten muss.
Alter. Hallo? Lloyd? Geht's noch? So. Und jetzt wird's richtig lustig, meine Kleinen. Special Beam Cannon heißt eigentlich, ich verstehe mal was anderes. Also ich weiß nicht wirklich, was er richtig sagt. Of course, what do you think? Und nochmal, weil es so schön ist. Oh shit. Der kleine Son Goten hat sich in einen Super Saiyan verwandelt. Das finde ich jetzt gerade gar nicht so lustig. God damn it! Hey, der Glanzschuss ist ziemlich cool irgendwie. Komm, wenigstens mal einer von den beiden weg. Es wäre richtig hilfreich. Leute. Ah, dann würde ich sagen, wir verwandeln uns auch mal in den Super Saiyan. Kann nicht schaden. Und Spezialhöllenspirale. So, Son Goten. Und nochmal, und das dürfte es gewesen sein. KO. Alter. Nimm mal so eine scheiß Kapsel. Holy fuck. Die kleinen Scheiße hauen ganz schön rein. Das hätte ich nicht erwartet. Wie soll es dann erst beim Kampf gegen Son Goku werden? Yep, you are. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass ich diesen Kampf nicht überleben werde. Es ist doch härter als gedacht gegen die kleinen Kinder. Hab wirklich nicht gedacht, dass die beiden schon alleine so eine große Herausforderung darstellen. Oh, come on. Is that so? Dafür steckst du aber immer noch ganz schön ein. Okay, Super Saiyan. Und Höllenspirale. Schön daneben, natürlich. Warum sollten wir ihn auch treffen? Wäre langweilig. So, wieder ein bisschen aufladen. Und nochmal Special Beam Cannon. Und Kamehameha. Jawohl. Holy shit. Alter. Gar nicht so einfach. Und das war erst die Vorhut. Die richtigen Gegner kommen jetzt gleich erst noch. Oh oh. Oh, oh, oh. Oh, shit. Boah, ich wollte gerade noch auf die Seite gehen. Fuck, Leute. Hört halt mal mit dem Scheiß auf. Alter. Geht's noch? Die beiden Kinder waren ja schon hart. Was soll... Gegen die beiden überhaupt keine Chance. Boah, also da muss ich, glaube ich, noch etwas trainieren, bevor ich es mit denen wirklich aufnehmen kann. Alter. Ich komme nicht weg. Keine Chance. Boah, Leute. Ich bin wirklich nicht weggekommen von denen. Aha. Genau. Ja. Na, come on. Okay, ich hab's befürchtet. Fehlschlag. Überall Super Saiyan und alle haben geglänzt. Toll, oder Herr? Ganz toll. Kämpfe nochmal, wenn deine Pause vorbei ist. God damn it. Ja, okay, also bevor wir diese Quest alleine schaffen, müssen wir noch ein bisschen trainieren. Sonst wird es nix. Und dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen uns an eine andere Parallelquest. Erstmal übergangsweise, bevor es dann mit der Story weitergehen kann. Ich bin schon gespannt, was als nächstes kommt, weil jetzt ja... Achso, jetzt werden wir wahrscheinlich dann gegen den Migra mal kämpfen müssen irgendwann.
So, genau, die hatte ich letztens auch noch fertig gemacht, abseits vom Aufnehmen. Und hier haben wir nur noch Namek-Berserker. Okay, was haben wir denn hier noch? Majin wiederbeleben. Fangen mit Gotenks. Und Majin-Bankett. Ah ja, alles klar. Na dann, Namek-Berserker. So, wir kommen natürlich mit, Vegeta kommt mit. Und weil es so schön ist, Gogeta Super Saiyan 4. Namek Berserker. Auf geht's. Boah. So, Son Goten. Ah, shit. Oh, schön aufladen, damit wir auch zum Super Saiyan werden können. Ich würde auch, es gibt doch bestimmte Z-Seele, mit der man direkt mit vollem KI losstarten kann und sich demnach sofort in einen Super Saiyan verwandeln kann, oder? Boah, sowas muss es einfach geben. Ah, come on. Mitten im Angriff, was soll denn das, Leute? Jetzt hat das den scheiß Angriff unterbrochen, es kotzt mich jetzt gerade schon an. Aber mal so richtig. So, Leute. Und Höllenspirale. Los, Son Goten. Dich habe ich gerade schon mal fertig gemacht. Auch wenn ich die Quest nicht ganz geschafft habe, dich habe ich geschafft. Leute. Are you fucking serious? Oh, ich wollte mich jetzt eigentlich ein bisschen aufladen. Scheiße. Noch eine Höllenspirale. Ah, come on. Das war's erstmal mit Super Saiyan. Warum greifen ja nicht alle uns an? I don't get it. Oh. Are you serious? Nimm mal die Energiekapsel. So, Super Saiyan. Und Höllenspirale. Jawohl. Und auf die Schnauze. Jawohl. KO. Lloyd, geht's noch? Das sind noch zwei andere, die mit euch spielen wollen. Wie wär's denn, wenn ihr denen auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit zukommen lasst? Halte ich eigentlich für eine super Idee. Jetzt sind wir gleich wieder kein Super Saiyan mehr. Okay, wir sind jetzt kein Super Saiyan mehr. Hehehe. Ah, come on. Jawohl. Gib ein bisschen aufs Fressbrett, Piccolo. Weil es so schön ist. Und Super Vegeta. Und Höllenspirale. Deine Spezialität, Piccolo. Alter, hörst du mal auf auszuweichen vielleicht? God damn it. Sag mal, was ist denn mit dir? Warum kommen die mal alle zu uns? Haben die. Sind die mit den anderen noch nicht ausgelastet oder was? Hallo, Son Gohan, haut mal ab. What the fuck? So. Boah, jetzt hat uns das Kamehameha noch erwischt. So, und Piccolo, das war's dann mit dir. Vorausgesetzt, wir treffen. Jawohl, KO. So, jetzt können wir uns mal in Ruhe aufladen, da wir sehen, dass Son Gohan gerade beschäftigt ist. Wobei die anderen beiden fast down sind. So. Tehehe. Kamehame. Ha. Und die Höllenspirale hinterher. Jawohl. Und nochmal. Und fucking finally. Finisher. Ah, geschafft. Das war tatsächlich schon die komplette Quest. Nice. That's really nice. Okay, Vegeta hat noch nichts Neues für uns.
Dann können wir Attribute boosten. KI-Superangriffe, maximale KI und die maximale Gesundheit noch ein bisschen hoch. Sehr schön, das war jetzt wirklich einfacher als gedacht, ehrlich gesagt. Ja, Son Gohan und Videl können wir als Meister anheuern, die beiden. Bestimmt auch interessant. So, dann. Wir haben da eine nicht geschafft. Ah, künstliche Krieger. Okay. Maschen wiederbeleben. Besiege Mr. Satan. Das sind 10.000 Gegner. Fangen mit Gotenks. Ja, ich würde sagen, wir machen die jetzt erstmal. Boah, die hatte 6 Sterne. So, wir natürlich, Vegeta, und ich würde sagen, Super Vegeta Super Saiyan 4. Fangen mit Gotenks. Ich bin gespannt. Dun, da, da, da. So, Gotenks. So, jetzt kriegst du ein bisschen auf die... Oh, oh. What the fuck? Warum haut der ab? Na dann, schauen wir mal, ob wir ihn nicht finden. Offenes Feld. So, und wir müssen Super Saiyan. Und... zeigen ihm mal, wo der Hammer hängt, würde ich sagen. Oh, come on. Jetzt weiß ich, warum die scheiß Aufgabe, also der scheiß Ding, Fangen mit Gotenks heißt. Der hetzt uns jetzt durch 10.000 Areale, kann das sein? Und da ist er schon wieder weg. Oh, come on. Es ist wirklich nervig, wenn ich ehrlich bin. Es ist richtig nervig. Vor allem so kann man die Zeit natürlich auch ausnutzen. Da ist er nicht mal. Da ist er wieder. Oh, come on. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich gerade richtig wahnsinnig. Nice. Er hat gesessen. Ah, fucking finally. Wo ist er denn? Oh je, jetzt wird er zum Super Saiyan. Holy shit. Jetzt könnte es lustig werden. Wir müssen uns kurz aufladen. Ah, er ist eben schon wieder weg. Alles klar. Ah, ist er doch nicht. Wo ist er denn? Da oben ist er. So, mein Kleiner. Jetzt bist du dran. Kamehame. Ha. Sehr schön, der hat ihn richtig getroffen. Nice. So. Jawohl. Und nochmal. Alter, was war denn das für ein geiler Angriff? Komm schon. Hey, geil, hat sogar getroffen. Habe ich ja fast nicht gedacht aus der Entfernung. Komm schon, lad dich schneller auf. Wir wollen auch wieder mitspielen. Oh! Gotenks bringt das Spiel sogar zu uns. Sehr schön. Kamehameha. Boah. Drei Angriffe gleichzeitig auf ihn eingeprasselt. Nein, kein Galactic Donut.
Holy fuck. Alter. Und der finale Angriff auf mich. Wenn er treffen würde, wäre es das bestimmt. Yes, KO. Oh oh. Go Tanks. That's what happens when you're fooling around. Holy shit, was macht denn der jetzt da? Es geht los, Vegeta. Und ha. Na gut, dann machen wir Son Gohan halt auch noch nieder. Wahrscheinlich kommt Piccolo dann auch noch. Ich warte eigentlich nur drauf. Perfect timing. Komm schon. Yes. Und nochmal. Son Gohan, du hast keine Chance gegen uns drei. So leid es mir tut, dir das sagen zu müssen. Es tut mir wirklich leid. Also, ganz, ganz ehrlich. Kam das jetzt glaubwürdig rüber? Befürchte nicht glaubwürdig genug. Komm, steh wieder auf. Und Special Beam Care. Ach, come on. Hault nicht ab. Ich hab gesagt, hault nicht ab. Sag mal. Was soll denn das? Komm, 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 komm. Und Spezialhöllenspirale. God damn it. Ich treffe nicht mehr. Okay. Lag er gleich am Boden, nach den drei Tritten. Yes. Und nochmal. Yes. Der hält aber ganz schön was aus, hey. Of course, what do you think? Oh oh, er wird wahrscheinlich auch noch zum Super Saiyan, oder? Holy shit. Befürchte ich jetzt gerade einfach mal. Das befürchte ich jetzt einfach mal. Wenn er schon sagt, es ist noch nicht mal nahe dran, dass es zu Ende ist, dann hat er noch irgendein Ass im Ärmel. Und KO. Ultimate Finisher. War zwar nicht ich, der ihn gefinisht hat, aber hey. Who cares? Oh, das Z-Schwert. Holy shit, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ausrüstung. Oh, Son Goku Perücke. Brille vom Kommentator. Das Z-Schwert. Voll geil. Achso, jetzt haben wir den Scouter nicht mehr dran, ne? Ah, den brauchen wir aber schon. Den brauchen wir natürlich schon. So. Pan. Cool, auch als Trainerin. Oder? Haben Trainer nicht ein rotes Fragezeichen über dem Kopf? Egal. Alles klar, auf jeden Fall würde ich sagen, wir beenden diese Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.